Hallo ihr Lieben, bin schon richtig aufgeregt. Warum? Weil mein Diener wahrscheinlich jetzt gleich fertig ist. Oder er ist schon fertig, glaube ich. Dann können wir jetzt mal gucken, was der denn so Schönes kann, wa? So, Verfolgungsgeschick verringert die Schwierigkeit um 100 bei der Jagd in Gebieten, die von Kreaturen und Dämonen bewohnt werden. Fabane Jäger erhöht die Menge an Beute, die durch erfolgreiche Jagden in Fabane World gesichert wird, um 20%. Gut, jetzt können wir dem Kleinen sogar noch einen Namen geben. Also Gideon wird vorgeschlagen. Ja. Weiß ich gerade gar nicht. Gideon, hört sich das für einen Vampir gut an? Ich lasse das mal. Ich nehme den ersten, der heißt tatsächlich jetzt mal Gideon. Hallo und willkommen in unserer Welt. Da ist er. Und du läufst jetzt schon ganz normal? Oder ist er noch bei mir auf Fokus? Will der mir jetzt noch nachlaufen oder ist er schon neutral? Ne, ich glaube nicht, dass der mir nachläuft. Er ist nur 2 Meter gegangen. Gut, dann er bewegt sich. Na, kommst du her? Ein F. Ah, guck mal. Wir können den komplett pimpen mit einem eigenen Inventar. Ach, hätte ich vorher dran denken müssen. Dann hätte ich die Sachen nicht klein gemacht, die ich gefunden habe. Dann hätte ich tatsächlich die aufgehoben. Ah, das ist jetzt etwas unglücklich gelaufen. Ja gut. Aber jetzt ist sowieso Nacht. Das heißt, ich gehe mal eben rüber. Nee, halt, bevor ich rübergehe. Einmal beanspruchen, was wir dann als nächstes haben. Schloss Thron. Befehlige deine Diener von Thron des Befehls aus. Ja, das mache ich, sobald ich den denn aufgebaut habe. Wo ist der denn? Burg wahrscheinlich, ne? Burg? Ne, Wände, Fenster? Nö. Der Produktion kann das auch nicht sein, oder hat das mit Dominanz zu tun? Doch, hat mit Dominanz zu tun. Gucke mal. Setz dich auf den Thron und gib deinen Dienern Befehle. Schicke sie auf die Jagd nach Schätzen, Wissen und Blut. Okay, weil ich hatte jetzt überlegt, mir einen zweiten Diener zu holen. Also einen zweiten Sarg zu machen. Das werde ich dann nicht tun. Denn wie es hier aussieht, brauche ich hier auch verbesserte Blutessenz für. Ach Gott, und sogar 4. Nicht. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie man verbesserte Blutessenz exzessiv farmen kann. Also sprich, hier, dieses Herz. Wie heißt das? Unbeflecktes Herz. Wie ich unbeflecktes Herz tatsächlich farmen kann, das weiß ich nicht. Tja. Erlesenes Herz habe ich freigeschaltet. Gut, das weiß ich auch nicht. Ich vermute, vielleicht höhere Gebiete. Glaub, wenn ich mich in höheren Gebieten aufhalte, dann wird das auch höhere Ressource sein. Vermute ich. Okay, was wollte ich jetzt tun? Ach so. Ich hätte jetzt eigentlich überlegt, erst in den Kupferbereich zu gehen, um da noch einmal mich durchzuprügeln, um an mögliche Ressourcen für meinen Diener zu kommen. Aber ich kann dem doch hier bestimmt schon die guten Sachen basteln, oder nicht? Der muss doch nicht so mickriges Pfundstück benutzen. Dem kann ich doch hier richtig was Ordentliches geben, oder? Tierhaut. Nachtschatten, Leder, rauer Faden. Soll ich den schon mit dem Bestmöglichen ausstatten?
oder eine Tufe, eine Stufe drunter. Ich glaube, eine Stufe drunter reicht, ne? Kriegt der komplette Set mit Leder und rauen Faden bestückt. Rauen Faden, Leder. Und dann stellen wir ihm hier ein Set her. Und dann bekommt der. Knochenring. Ich guck gerade. Ich glaube, ich spendiere dem Kupfer sogar, ne? Kupferwaffen. Guck mal, wie meine Kupferproduktion aussieht. Aber ich glaube, ich hätte für vier Sachen tatsächlich noch für den jungen Mann was. Ja, doch. Das habe ich. Und hier wird noch produziert. Das war meine Tour von gestern. Bretter. Genau, vergessen. Halt. Habe ich doch hier auch noch. Gucke mal. Da muss ich den Diener gar nicht so ganz schwächlich rumrennen lassen. Ach so, bevor ich alles herstelle, was kann der Typ eigentlich tragen? Kann ich dem nur eine Waffe geben? Nicht, dass ich jetzt was herstelle, was der gar nicht nutzen kann. Bei mein Lieber. Eine Waffe. Da. Eine Waffe kann der tragen. Plus die kompletten Sets. Und das siehst du mal. Gut, dass ich vorher geguckt habe. Und der sonst noch eine Übersicht. Ach so, nee, das andere muss ich machen, wenn ich den vom Thron aus befehlige. Okay. Dann warte ich tatsächlich mit dem, was ich dem an Waffe herstelle, mit dem, was ich ihm nachher tatsächlich befehlen kann. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich erst alle Eventualitäten abdecke. Machen wir das. Gut, dann wird er jetzt erstmal angezogen. Dann braucht er nicht so nackelig da rumlaufen. Wobei er ja gar nicht nackelig ist, ne? Er hat ein schönes Set schon an. Rüstungsstufe hat er 12. Ist nicht so die Welt. Kraft 117. Aber besser als gar nicht. Gut, Waffe, wie gesagt, braucht er noch nicht. Er ist ja noch hier in der Hütte. Und dann würde ich tatsächlich mal sagen, gehen wir mal in höhere Gebiete. Ob das tatsächlich damit zu tun hat, dass wir dann da auch bessere Sachen finden? Ah, ich mache mal kurz Abstecher hier in den Dunlay Echelands. Oder in die Dunlay Echelands. Gehen wir mal gucken. Hallöchen. Konnte ich doch, glaube ich, den Weg einfach nachgehen, ne? Hatte ich doch richtig gesehen. Ja, einfach straight hoch. Kann ich hier schon ins Dunkle markieren? Oh, jo. Ist ja cool. Nur 500 Meter. Ich hatte jetzt auf der Karte gedacht, das wäre mehr. Na gut. Hops, hops, die Wolfgestalt. Und dann fitschen wir jetzt hier einfach durch. Gegner werden wir aktuell erstmal ignorieren. Soweit wir denn können. Aber ansonsten würde ich einfach sagen, unsere Pfoten bemühen und wegrennen. Na, guck mal, schon noch nur noch 300 Meter von den 500. Also geht's doch recht zügig. So, hier hat's kurz geleckt. Neues Gebiet, denke ich mal, dass es damit zu tun hat. Und jetzt wird auch hier oben alles aufgedeckt. Wen haben wir denn hier? 8. Nö, das ist ja nicht so. Nicht so schwerwiegend.
Ich habe schon gedacht, da wäre vielleicht direkt irgendwas. Level 30er. Ui, 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 ui. Was war denn hier Schönes? Ups. Es war wieder ein Leck. Das ist jetzt aber nicht schön. Wenn das einmal lädt, okay. Zweimal lädt, naja. Haben wir hier. Aha, hier. 36, 26er Level. Die tun meinem Wölfchen bestimmt ein bisschen weh. Aber an die wollten wir ja ran, ne? Wir wollten ja tatsächlich an die höheren ran. Hier haben wir einen Wasserfall. Können wir mal eben angeln. Hier machen wir mal eben eine kurze Angelsession. Das geht ja zum Glück hier recht flugs. Oh, hinter mir Gegners. Ihr seht mich nicht. Ich bin unsichtbar am Angeln. Zum Glück muss man beim Angeln sehr leise sein, damit die Fische beißen. Wird aber trotzdem eben gucken, um wen es sich hier handelt. Was Kleines. Ein einziger Großer ist dabei. Ne, zwei. Ja, okay. Da sind auch Wölfchen. Aber das sind Babywölfe. Okay. Waren hier nicht gerade zwei Angelspots oder habe ich mit einem Angelspot beide abgedeckt, weil die direkt nebeneinander waren? Seltsam. So, hier kämpft was. Nichts, was wir aktuell bräuchten. Ups. Hast du mich erschrocken, liebe Pflanze? Ein achter Elsch. Cool. Ich weiß zwar nicht, warum man jetzt hier so hergehen kann, aber man kann. Kann hier einmal runter gucken. Hübsch. Mann, ich guck einfach jetzt gerade. Ich mache ein bisschen Sightseeing mit euch. Spaßig wird, wenn das. Och nö. Ehrlich? Umschalten zum Springen. Ja, der lässt mich hier wahrscheinlich nicht so ohne Probleme springen. Nee, das will der nicht. Gut, dann muss ich den ganzen Weg jetzt wieder zurückrennen. Das war jetzt aber nicht so. Das ist nicht so schön. Also ich habe jetzt gerade auch tatsächlich umschalten gedrückt. Also ich habe jetzt nicht nur den Text vorgelesen und es dann nicht getan. Ich habe beides. Die fiese Sonne. Nein, weg. Weg. Uiuiui, ui, ui, das war knapp. Das war wirklich eine Mikrosekunde, bevor ich Schaden bekommen hätte. Ach, ich vergesse immer, dass ich gar nicht drumrum muss. Ich kann doch das alles klein machen, wenn ich denn wollen würde. Das ist die Pflanze, die gerade auf ihn hier schießt. Okay, da oben ist was Grünes. Komm, da gehen wir mal hin. Dann können wir tatsächlich hier immer das Durchgangsportal nehmen und uns oben dann gezielt umgucken. Entdecken wir das mal. Komm, wir gehen entdecken. Das wird tatsächlich eine reine Entdeckungstour jetzt hier. Vielleicht finde ich natürlich auch doch noch heraus, wie man an das spezielle Herz da kommt, verbessert oder wie das hieß. Werden wir farmen. Aber das werden wir dann in der Nacht tatsächlich erst machen.
hier immer die Balance zwischen von oben auf die Deckel kriegen und hier unten gegen bodengebundene Gegner. Das ist mir ein bisschen viel. Ach, wobei die mich da eigentlich auch schon wieder reizen. Die reizen mich da hinten. Hm, na komm, ich probiere mal. Vielleicht kriege ich die voneinander getrennt. Nee, so nisch. Also der Effekt ist hier weit genug. Nee, da kommen tatsächlich alle. Einer weniger. Immerhin. Gut, ich habe mich jetzt eher aber auch versteckt, muss ich sagen. Ne? Ich habe nicht wirklich den Kampf gesucht. Ui, hinter den Baum. Das war jetzt fies. Das verdorbenes Herz. Ich glaube, das war das, ne? Ist richtig gesehen? Ne? Bonner, geh weg. Auftrinken, bitte, bitte, bitte. Jawohl. Sehr schön. Ne, verdorbenes. Jetzt muss ich gucken. Ne, verdorbenes Herz, das ist nicht das, was ich brauche. Ach, ich weiß nicht, wie das hieß. Aber gut, es waren aber auch Low-Level, ne? Also da müssen wir uns nichts vormachen. Das war ja tatsächlich noch nicht in dem 30er-Bereich. Das waren ja nur in dem 20er-Bereich. Also kleine Babys. Für das, was wir eigentlich vorhaben. So, Schwefel nehme ich mit, weil ich gerade dahinter stehe. Und der Stein, weil der direkt daneben ist. Ich meine, ist zwar gerade nicht relevant, aber irgendwann, also ich sag mal so, Material ist noch nicht so, dass wir es generell über hätten. Daher würde ich schon immer gucken, dass wir ein bisschen was mitnehmen. So, da haben wir Level 36er und Level 36er Jagdhund. Das wird schon ein bisschen spaßiger. Und da sollen wir auch... Da, ups, wen haben wir denn hier? Okay. Ein Totenkopf-Heini plus ganz viele... ja. Also das Gebiet wird spaßig. Dann würde ich mich mal ein bisschen heilen eben. Jawohl, Maximum erreicht. Komm, diese Sekunde warte ich noch. Und dann gehen wir drüben in den Kampf. Oder kann ich schon in der Dämmerung rüber? Ich kann schon in der Dämmerung rüber. Guck mal, hier ist Schatten. Langsam. Langsam. Schnell. Und Nacht. Jawohl. So. Ein Hund. Das ist auch ein... Guck mal, ich habe das gerade zwar gesagt, Jagdhund, aber ich habe tatsächlich nicht mit Hund irgendwie als Hund gerechnet, sondern ich habe auch wieder als... Naja, egal. Mal gucken, kann ich mir den schnappen?
Also für die Zweiergruppen bin ich stark genug. Da brauche ich mir tatsächlich wenig Sorgen machen. Sind 21. Ne, die nehme ich nicht. Denn ich habe 22. Milizlager. Wollfaden. Wollfaden hatten wir tatsächlich auch noch nicht bisher. Wenn ihr euch wundert, warum ich das jetzt, warum ich mich auf einmal hier so schnell drehen kann, ich habe von euch einen Tipp bekommen, und zwar, dass ich ja immer das Problem hatte, dass ich mich, ups, gerade nichts, dass ich mich so langsam nur drehen kann, ne? Hier. Und da hat mir einer von euch den hilfreichen Tipp gegeben, ich soll einfach an meiner Maus DPI-Zahl umstellen. Habe ich nicht dran gedacht. Super Tipp. Den möchte ich dann an dieser Stelle auch weitergeben. Also solltet ihr hier die Einstellung ein bisschen schneller haben wollen und eure Maus bietet die Möglichkeit, die DPI-Zahl zu erhöhen, dann tut das. Und schon ist das schneller für dieses Spiel. Super Tipp, herzlichen Dank dazu. Oh, das ist ein Totenkopf, Heini. Level 38, weil ich dem jetzt schon ein bisschen Schaden gemacht habe. Oder weswegen wird mir auf einmal sein Level angezeigt. Dann nähere ich mich jetzt mal von dem 38er. Meiner. Jawohl. Das wäre vielleicht auch eine Idee. So einen Hochleveligen als Sklaven mitzunehmen. Unbeflecktes, das war das, was ich brauche. Ja. Unbeflecktes Herz, also höheres Gebiet. Das heißt, die nächste Farm-Session werden wir tatsächlich hier in dem höheren Gebiet machen. Und so einfach mal schauen, dass wir an unbefleckte Herzen kommen. Mensch, wie sich das anhört. Unbefleckte Herzen. Ja, ich glaube, dann würde ich auch jetzt hier eine Farm-Session einleiten. Und das mache ich in der nächsten Folge. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne wieder mit dabei sein. Ich würde mich freuen und bis gleich. Tschüss.